Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Zelda, The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, wir waren ja hier stehen geblieben und so, ne, und so, machen weiter und so. Ja, wir rennen erstmal hier hoch. Weil wir es können. Oh, das war knapp. Fast wäre ich da reingesprungen, das Kackviech hätte mein Shield gefressen. Da können wir noch nichts machen. Okay, hier müssen wir keinen bewegen. Oh ne, sag nicht, wir müssen die jetzt töten. Nee, warte, was? Aua. Das kriegen wir hin, würde ich mal sagen. Aua. Oh Gott. Ich denke mal, damit geht's leichter. Ja. Müssen wir warten, bis er hochkommt. Ach, verdammt. Müssen wir warten, bis das Ding weggeht. Und ihn... Oh, fuck. Ah, ich habe kaum noch Leben. Sterben will ich eigentlich ungern. Muss ich schon zugeben. Oh, Mann. Okay. Und... Na. Ah. Gut, und... Aha. Es ist schwer, wenn man nicht getroffen werden will. Oder getroffen werden darf. Oh. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich einen anderen Weg dafür, aber ich bin zu dumm. Ich glaube, wir brauchen erstmal das Item eigentlich dafür, um das überhaupt machen zu können. Aber wir haben es auch so geschafft. Und es war verdammt, verdammt knapp. Oder es ist mit den Bomben möglich. Hab's natürlich auch nicht ausprobiert, weil ich zu dumm bin, um das zu checken. Aber egal. Wir gehen jetzt hier rein. Und hier sind sie... Oh, nö. Oh, Gott. Oh, nö. Oh, ja. Oh, Gott. Oh, Gott. So, weg. Weg. Einfach zerstören. Mit dem Schwert. Die beste Möglichkeit, die man tun kann. So. So, und... Jetzt kommt das und das da hinten. Oh. Alter, Leute. Okay, hier sind... Genau, das Viech ist ein falsches Viech. Oh. Das Viech da unten ist falsch. Und das Viech da ist falsch. Und das Viech da auch noch. Und das Viech auch noch, Alter. Was wollen die denn alle von mir? Oh Gott, da waren auch noch zwei. Alter. Die wollen mich auch verarschen, ne? Rubine, okay. Gut, dann müssen wir, wie es aussieht, erstmal hier runterfallen. Gut. Oh Gott. Oh Gott, ich werde sterben. Naja, Herzen verlieren. Und Herzen wiederbekommen. Yay. Hier oben. Können wir das aktivieren? Ach so, okay. Mhm. Ja, ich weiß schon. Okay, gut. Ich weiß schon, was wir da machen müssen. Dafür brauchen wir aber erstmal das neue Item. Besiegt. Da oben brauchen wir nichts, weil wir da nicht durchkommen. Hier brauchen wir die Bomben. Oh Mann. Beide auf einem Streich. Alter, bin ich gut. Das hätte ich jetzt nicht von mir erwartet. Und wieder. Besiegt. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Gut, ja. Komm, gehen wir erst hier oben lang. Machen wir halt gleich nochmal das mit den Bomben. Und zerstören erstmal das Teil hier. Erstmal näher ranrücken. Lautes Geräusch, genau. Ach ja, jetzt weiß ich, was das bringt. Ah, okay. Gut. Ja, jetzt weiß ich wieder. Zack. Und zack. Schön. Und wir kommen hier lang. Perfekt. Das lassen wir mal durch. Und so. Moment. Ich weiß nicht, was wir hier kriegen. Ein Schlüssel, okay, gut.
schon mal nichts Schlechtes, würde ich mal so meinen. Aber das Teil da müssen wir auch nochmal besiegen, dann bekommen wir da vorne nämlich auch nochmal was, wie es aussieht. Genau. Zack und... Zack. Ich hoffe, das geht mit den Bomben. Ja, geil. Hm? Schön, und den Kompass. Wir haben das alles gerade für den Kompass getan. Oh, sind wir sexy. Und ich weiß nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ich denke einfach mal, 10 Minuten haben wir noch. Zeitgefühl for the win. Yeah. Hier unten ist nichts mehr. Okay. Da kommen wir auch nicht weiter. Ich weiß nicht, wofür wir den Schlüssel gebrauchen könnten. Doch, doch, klar. Genau, hier kommen wir nämlich nicht weiter. Jetzt sind die ganzen Kackviecher wieder da, klar. Ist klar. Ach. Ja, ja, ja. Müssen nicht alles nochmal tun. Stirb, stirb, stirb. Okay. Die Teile müssen wir auch nochmal besiegen. Brauchen auch neue Bomben. Die hole ich mir auch noch. Danke. Besiegt. Gut, dass wir die Raupe jetzt nicht auch nochmal besiegen müssen. Denn wir müssen nur hier hinauf. Zack. Und ich hoffe, dass wir den ganzen Weg nicht nochmal neu machen müssen, dass wir hier oben jetzt langkommen können. Nein. Tun wir nicht. Okay. Ja. Schön. Zack. Ja, ich spule das gerade. Weil ich das darauf keine Lust habe, wirklich, das alles so langsam nochmal lang zu gehen. So. Okay. Da hinten brauchen wir auch nochmal einen Schlüssel, glaube ich. Den Raum müssen wir auch nochmal machen. Oh Mann, ey. La 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 la. Ich hasse das, Leute. Ich hasse es. Ohne Ende, echt. So eine Raumwiederholung. So eine ständige Raumwiederholung. Die Teile treffen mich einfach nicht. Ach, da hinten kommt noch ein Viech, genau. Da oben brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Und ich habe das Ding vergessen. Und das Ding und das Ding und das Ding. Und das Ding. Genau. Da hatte ich mich gerade noch so dran erinnert. Das Teil und das Teil. Und da ist sogar noch ein Teil. Cool. Ja, hier kommen wir nämlich noch nicht weiter. Und hier müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal alle besiegen. Komm her, du Raupe. Und die Raupe auch noch besiegen. Ich bin zu dumm. Und yeah, wir haben das Blasrohr bekommen. Wow, das hört sich anders an, als ich es eigentlich erwähnen wollte oder betonen wollte. Naja. Ja, wie ihr seht, können wir jetzt hier in viele Richtungen schießen. Anzünden. Und das ist uns... Das kommt uns ziemlich gelegen. Wir gehen aber den anderen Weg. Ich hoffe nur nicht, dass ich schon wieder diese Kacke machen muss. Müsste ich. Okay, wir machen's. Okay, wir machen das. Ich bin sogar gerade irgendwie dafür... Oder kurz am Überlegen, dass ich mich absichtlich treffen lasse. Okay. Das mit dem absichtlich treffen lassen war nicht so eine gute Idee, aber egal. Wir kriegen hier hinten ja gleich hoffentlich wieder Herzen. Ich hatte echt, Leute, ich glaube, jeder von euch kennt das. Jeder von euch hasst es vor allem. Denke ich jedenfalls mal. Das ist jetzt. Runter. Als ob ich was gelöst hätte, genau, und boom. Als ob irgendwas Schweres runtergefallen wäre. Was könnte es nur sein? Keine Herzen, was? Okay. Hier können wir auf jeden Fall jetzt durch. Ja, das war doof. Und wir haben einen Gasha-Kern hier bekommen. Wenn wir hier jetzt runterfallen, kommen wir erstmal wieder zu diesen ganzen Kackviechern. Die uns gleich nicht treffen werden. Was ich gerade... was mich gerade irgendwie verwundert, so ein bisschen. Und bevor wir da lang gehen... Pack erstmal mein Handy auf den Tisch. Und wir gehen hier oben lang. Aua. Denn damit können wir jetzt etwas machen. Und zwar nicht das, sondern das.
Dadurch werden wir erstmal 1000 Mal getroffen, weil ich zu unfähig bin. Oder weil diese Scheißviecher da im Weg sind. Die mich ziemlich nerven. Das war doof. Erstmal so machen. Noch einmal gerne sammeln. So machen. So. So. Hier runtergehen und irgendwas sammeln. Geld. Denn dieser Weg war gerade noch nicht der richtige. Zack. Gut, okay. Dann müssen wir den anderen Weg zuerst gehen. Yay. Naja, werden wir schon überstehen, würde ich sagen. Das war doof. Zack. Können wir irgendwie... Kann man hier nicht irgendwelche bewegen? Genau. Okay, das kriege ich hin. Das war doof. Das war auch doof. Das war weiter von hinten so. Zack, genau. Und... Yes! Jetzt zwar auch von der anderen Seite machen können, aber... Das alles tue ich natürlich gerne für einen Gacha-Kern. Naja. Was soll's, was soll's. Wir können jetzt jedenfalls hier lang. Und was hier ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da oben ist der Mini-Boss-Fight. Verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich. Oh, ich hasse diese Teile. Mann. Vor allem haben die kein Muster irgendwie, was das angeht mit dem Bewegen. Das ist so zum Kotzen, ey. Und es ist, ja, es ist der gut, okay. Der ist ziemlich leicht, der Mini-Boss. Und zwar müssen wir ihn einfach nur ausgraben. Hauen, hauen oder Schwert schlagen. Und schon haben wir ihn besiegt. Das ist so ein einfacher Mini-Boss, ey. Okay. Hier. Ja gut, dann müssen wir es eben andersrum machen. Nee. Ah, erstmal besiegen wahrscheinlich. Hoffen, dass die Raupe hier in die Nähe kommt wieder. Ja, tut sie. Und nochmal in die Nähe kommt oder hier unten hin oder irgendwo in die Nähe. Danke. Können wir entweder den besiegen, bewegen? Nein, den hier. Genau. Wir bekommen einen Schlüssel. Okay, den können wir dann da hinten anwenden, aber... Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Das ist jetzt sehr nervig. Und zwar müssen wir... uns hiermit so bewegen... Und dann müssen wir zum Anfang. Was wieder ziemlich nervig ist. Weil es keinen irgendwie Weg gibt, da schnell hinzukommen, ohne dass wir das da wieder beenden. Ich glaube, mit der Harfe geht das nämlich nicht. Danke. Hier rein. Hier lang, runter. Und noch ein weiter runter. Und dann sind wir nämlich hier, dann können wir das machen. Dann sind wir nämlich wieder hier. Und was glaubt ihr, was wir machen können? Richtig, das. Und somit sind wir hier. So... Ach genau. So rum war das. Zack. Und was bekommen wir hier wohl? Oh, den großen Schlüssel. Was ziemlich cool ist. Oh yeah. Wir rennen jetzt noch zum Boss. Und dann beende ich diesen Part. Würde ich mal so sagen. Den Boss machen wir dann im nächsten Part. Hört sich schnucklig an.
Ach nö, nicht schon wieder diese Teile, ey. Verpiss dich, verpiss dich. Oh. Zum Kotzen, dieser Kack. Okay, so. So. Alter, war das knapp. Okay, ich hab's in Brand gesetzt. Okay, cool, das geht. Wusste ich nicht. Okay, cool. Alter. Hab ich euch schon mal erwähnt, wie ich diese Viecher hasse? Aber egal. Ich wollte diesen Boss nicht mehr machen, oder? Oh, ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hey Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.